Schwester Lotte hat den Gemeinderat persönlich eingeladen. Und unser Herr Pfarrer hat am Sonntag in seiner Predigt Werbung für uns gemacht. Na, Schätzchen? Naja, und die Mutter Oberin will Bischof Rossbauer mitbringen. Und nach dem Mittagessen wollen sie bei der Sitzung im Gemeinderat dabei sein, wenn Schwester Lotte die Finanzierungspläne vorlegt und so weiter. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Doch, doch, natürlich. Und warum sagst du dann nichts? Das ist doch alles wahnsinnig aufregend. Schon, aber ich habe jetzt ein anderes Leben. Ach. Jetzt hat er nicht gleich wieder eingeschnappt. Das ist echt furchtbar mit dir. Ich weiß, tut mir leid. Du fehlst mir halt. Wir sehen uns immer seltener. Sag mal, bist du eigentlich schwindelfrei? Wenn ich mir vorstelle, dass ich das alles nur aus purer Verzweiflung angeleiert habe, als wir ausziehen mussten, unsere biblischen Vorfahren aus Ägypten, und ich mir dachte, so war es jetzt aus Erflammen. Das dachte ich auch. Ach, das Kind. Aber dann, warum nicht den Spieß umdrehen und den Böller mit seinen eigenen Mitteln schlagen? So was kannst auch nur du machen, Lotte. Nein, Agnes, das kann jeder. Das kannst auch du. Dreh mal um. Na, ihr zwei Fleißigen. Ach, wie gut, dass ihr da seid. Da könnt ihr mir beim kalten Buffet helfen. Ich habe schon das gute Biobrot gebacken und eine Linsenpaté gemacht. Die schmeckt fast genauso gut wie die Gänseleberpastete. Haben Sie noch ein bisschen Zeit? Wieso? Ach, ich fände es eigentlich ganz schön, wenn der Herr Architekt den Gemeinderäten seine Pläne vorstellt. Barbara, was meinst du, schaffst du das allein zu Hause? Sicher. Aber du darfst nicht vergessen, dass du Rebecca versprochen hast, mit ihr in ihre Klavierstunde zu gehen und mit der Lehrerin zu reden. Ja, aber ist ja erst um drei. Bis dann sind wir doch locker durch, oder? Da bin ich schon in der Gemeinderatssitzung. Was ist eigentlich mit Felicitas? Die wollte doch eine Führung durchs Kloster machen. Die musste doch mal in die Klinik, weil ein Patient entlassen wird. Tut mir leid, Trudi. Deine Mutter ist immer noch nicht da. Aber wir können ja schon mal runtergehen. Sie muss ja jeden Augenblick kommen. Ich will nicht nach Hause. Bitte? Ich will nicht nach Hause. Ich will bei dir bleiben. Ach, Trudi. Ich würde dich ja auch gern mitnehmen. Oh ja, nimm mich mit. Kind, mach's mir doch nicht so schwer. Was heißt hier Tag der offenen Tür? Erstens ist das Gebäude für jeden Publikumsverkehr baupolizeilich ein einziges Minenfeld. Und zweitens, wenn ihr so blöd seid, auf so eine Augenwischerei reinzufallen, dann solltet ihr nicht bei der Baupolizei arbeiten, sondern bei der Caritas. Und hier endet der Kreuzgang. Da entstehen unsere neuen Konferenzräume mit der wunderbaren Glaskonstruktion. Hier entlang, bitte. Ja, Exzellenz, hier endet der Kreuzgang. Hier sind die Konferenzräume und dann darüber die wunderbare Glaskonstruktion. Die endet hier. Und wie viele Stockwerke? Zwei. Und? Gibt's was Neues? Nein, es ist zum Verrücktwerden. Der Bankenfreien tagt immer noch. Und ich glaube nicht, dass vor dem Wochenende noch eine Entscheidung fällt. Also lange stehe ich das nicht mehr durch. Schauen Sie sich das an. Tag der offenen Tür. Die Presse ist auch da und der halbe Gemeinderat. Und alles hängt an einem seidenen Faden. Bitte, Julia, das muss gut gehen. Ich könnte mich urfeigen, dass ich es der Mutter Oberin nicht schon früher gesagt habe. Naja, es hätte ja auch in Ordnung kommen können. Ich muss Schwester Lotte vorwarnen. Meinen Sie, Sie könnten sie unauffällig rausholen? Das dürfte kein Problem sein. Jetzt, wo die Mutter Oberin da ist. Sie hört sich gern selbst reden. Du glaubst gar nicht, wie wurscht mir das ist, was der Oppositionsführer mit den Nonnen alles aushält. Die Landesmittel sind mindestens bis zur nächsten Haushaltsdebatte eingefroren, ja? Ja, wer verstaust du? Ja, der Oberstaatssekretär und ich, wir waren in derselben schlagenden Verbindung. Und sowas verbindet nun mal. Was? Bischof Rossbauer und die Mutter Oberin? Bei uns in der Gemeinderatssitzung? Ja, wo sind wir denn? Ja, wir sind doch keine Filiale vom Vatikan. Ja gut, von mir aus also 10 Minuten und dann müssen die verschwinden, ne? Okay, dann bis später. Der Herr Dr. Hammerschmidt hat schon dreimal angerufen. Sie sollen ihn unbedingt zurückrufen. Kenn ich nicht.
verlabern. Wie wäre es denn, wenn Sie mir auch so ein Tässchen Kaffee machen würden, bevor Sie mich mit irgendwelchen Lappalien zulabern? Wie sagten Sie, heißt der Doktor? Dr. Hammerschmidt vom Bankenverein. Ja, sagen Sie mal, sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Dr. Hammerschmidt, natürlich! Jetzt schauen Sie mich nicht so an. Verbinden Sie mich umgehend mit diesem Mann. Ich denke, ich soll Ihnen erst einen Kaffee machen, bevor ich Sie mit derartigen Lappalien belästige. Der Direktor des Bankvereins ist keine Lappalie, sondern ein... VIP. Ja, also, verbinden Sie mich. Rathaus Kaltental labern. Der Bürgermeister ist jetzt da. Naja, daran lässt sich nichts ändern, nein. Aber Sie rufen zurück, ja? Danke. Der Herr Doktor ist in einem Meeting, aber die Sekretärin sagt ihm Bescheid, wenn er rauskommt. Grüß Gott, das ist aber nett, dass Sie da sind. Die Vorführung ist hier im Refektorium, wenn Sie schon reingehen. Die Bank meines Vaters ist in Schwierigkeiten geraten. Was ist passiert? Ein völlig verantwortungsloser Angestellter in der Devisenabteilung hat sich verspekuliert. Vater versucht seit einer Woche, das Loch irgendwie zu stopfen. Im Augenblick tagt der Bankenverein. Leider ist vor nächster Woche keine Entscheidung zu erwarten. Gerade erzählt die Mutter Oberim im Refektorium den Presseleuten, dass alles perfekt sei. Und dass die Abstimmung im Gemeinderat nur noch eine Formalie sei. Ich weiß, ich hätte es früher sagen müssen, aber mein Vater hat mich angefleht, abzuwarten. Na gut. Hauptsache ist, dass niemand etwas davon erfährt, vor allen Dingen Böller nicht. Dann ist die Abstimmung nicht gefährdet und das ist das Wichtigste. Aber die gesicherte Finanzierung ist doch eine der Grundvoraussetzungen für die Genehmigung. Und wenn rauskommt, dass Sie schon gewusst haben, dass es schiefgehen könnte, dann... Dann werde ich einfach bei der Sitzung heute nicht dabei sein. Das ist sowieso besser. Dann kann ich der Mutter Obere nicht wieder die Show stehlen. Hoffentlich übersteht dein Vater alles. Wenn nicht, dann... Oh mein Gott, so spät ist es schon. Ich muss wieder rüber. Wie es ausgeht, ich glaube nicht, dass ich länger in München bleibe. Der Mutter Oberin tut es sowieso schon leid, dass sie Schwester Hildegard gefeuert hat. Und sie hat sie gebeten, zurückzukommen. Das ist typisch für sie. Aber ich glaube nicht, dass Schwester Hildegard überhaupt noch zurückkommen will. Dann werde ich darum bitten, wieder nach Kaltental zu dürfen. Die Mutter und ich sind uns zu ähnlich irgendwie. Und ich kann einfach den Mund nicht halten. Naja, warten wir es ab. Genau. Lassen wir uns den schönen Tag nicht verderben. Deinen Bären. Was hast du denn da mitgebracht? Ach, Lotte, eine Tragödie. Das Kind ist heute Morgen aus der Klinik entlassen worden und die Mutter hat sie nicht abgeholt. Ich bin die Schwester Lotte. Wie heißt du denn? Trudi. Trudi Wernicke. Also, Lotte, eigentlich ist das ja ein Fall fürs Jugendamt. Ich meine, wenn man ein Kind so sträflichst vernachlässigt. Teddybär Pauli. Hat er immer bei dir im sie Bett sagt, geschlafen? Sie sagt, sie ist dauernd. Ja. Allein zu Hause. Keiner passt auf sie auf, weil die Mutter immer arbeiten geht. Aber wo, weiß ich nicht. Tja. So, Trudi, jetzt geht sie mit Felicitas zu Schwester Agnes und sitzt im Schoko. Ich muss mal schnell in die gekachelten Räume. Der Dr. Hammerschmidt wird ja nicht gleich jetzt anrufen. Und falls ja, lassen Sie ihn gar nicht von der Strippe, klar? Wie Sie wünschen, aber beeilen Sie sich. Rathaus Kaltental labern? Ja, einen Moment bitte, er ist gerade raus. Bleiben Sie da, ja? Moment. Herr Böller! Herr Böller! Hammerschmidt! Hallo, sind Sie noch dran? Ja, er kommt schon. Ich bin auf meinem Apparat, ja? Ja, ich verbinde.
Ja, Werner. Aha. Ja, verbinden Sie mich ganz schnell, weil ich bin in einer eminent wichtigen Angelegenheit. Danke. Werner! Ja, das sind ja Ewigkeiten her. Nein, alles bestens. Aha. Bankhaus Seewald. Du bist nicht dein Ernst. Wie viel? Ach, du heiliger Strohsack. Aha. Ja, aber Werner, du hättest mir keinen besseren Gefallen tun können, ja? Weil genau in 3 Stunden findet nämlich im Gemeinderat die Abstimmung statt. Und die Finanzierung des Projekts ist der absolute Knackpunkt. Sag mal, wem habe ich denn überhaupt zu verdanken, dass du mich angerufen hast? Ah ja, Hans-Dieter, verstehe. Ja, das müssen wir begießen. So, ich muss jetzt aber Schluss machen, ne? Was? Nein, keine Menschenseele, du kannst dich felsenfest drauf verlassen. Also dann, ne? Wie kommst du darauf? Meine Sekretärin, nee, die ist ja verheiratet und außerdem stehe ich auf blond, ne? Aber Werner, jetzt muss ich wirklich, ja? Ja, klar, mach ich. Oh, ruf doch in 3-4 Wochen an, da kriegen wir die neuen Modelle und ein Vorführwagen ist immer drin für dich. Also gut. Mach's gut, ja. Ah, danke sehr. Gott zum Gruße, Herr Bürgermeister. Frau Reuter, Exzellenz. Ich weiß, wir werden uns nachher sowieso in der Gemeinderatssitzung sehen, aber es war mir ein Bedürfnis, Sie kurz zu sprechen vorher. Vor allem nach dieser doch sehr gelungenen und beeindruckenden Pressekonferenz, eben am Tag der offenen Tür. Zu der Sie ja leider nicht erschienen sind. Ich war leider verhindert, außerdem war ich gar nicht eingeladen. Herr Wöller, meinen Sie nicht, es wäre an der Zeit, dass wir uns auf einen gemeinsamen Nenner einigen? Ja, alles, was Sie wollen, aber ich muss jetzt wirklich dringend. Ich verstehe. Aber wollen Sie nicht wenigstens zum Mittagessen zu uns kommen, ins Kloster? Ja, es geht leider auch nicht. Fraktionssitzung. Also wirklich, Herr Wöller, ich bin doch etwas überrascht, mit welcher Gleichgültigkeit Sie das Angebot einer friedlichen Lösung des Konfliktes vom Tisch wischen. Wollen Sie es denn wirklich auf eine Kampfabstimmung ankommen lassen? Bei der Sie sicher den Kürzeren ziehen werden. Entschuldigung, aber ich muss... Oh, ich habe Sie gewarnt. Dieser Wöller ist ein hartgesottener Taktiker, mit allen Wassern gewaschen. Der Mann ist das reinste Nervenbündel. Und es wird mir eine Genugtuung sein, Zeuge seiner Niederlage zu werden nachher. Können Sie nicht auf eine andere Toilette gehen? Ja, vom Bankenverein. Und Sie haben ewig miteinander telefoniert. Da muss irgendetwas passiert sein. Also sagen Sie bitte Schwester Lotte, sie soll mich unbedingt zurückrufen. Ja. Frau Laban, heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Wieso? War die Toilette nicht besetzt? Wie? Nein, jetzt ganz im Ernst. Ich meine, ich habe schon viele kritische politische Situationen durchgestanden. Ich habe Niederlagen erlitten, wie ein Mann weggesteckt, weitergemacht, aber... Ich kenne auch das Gefühl des Sieges, den Triumph über den schier übermächtigen Gegner. Aber ich kann Ihnen sagen, und zwar in aller Bescheidenheit, dieser Tag heute und diese Gemeinderatssitzung werden in die Geschichte von Kaltental eingehen. So, jetzt öffnen Sie die Flasche Shampoos, die ich vom Buffet von der Friseurinnung habe mitgehen lassen, und dann trinken wir beide ein Gläschen zur Feier des Tages. Und niemand weiß, wie viel nun wirklich zum Essen kommen. Lotte, 8 oder 9? Es können auch 10 werden. Es kommt erst darauf an, ob Bischof Rossbauer es schafft, Herrn Möller mitzubringen. Er ist gerade im Rathaus. Trudi, hast du deine Schocke schon gekriegt? Ja, mir ist jetzt noch schlecht. Trudi, also wirklich. Das war ein Witz. Die Mutter hat sich immer noch nicht gemeldet. Ich finde, wir sollten das Kind noch hier behalten. Ach ja? Und wieso? Ich habe diese Rabenmutter zigmal angerufen. Aber sie lässt das Kind einfach hier allein. Das ist doch nicht normal. Vielleicht hat sie einfach nur vergessen, ihren Anrufbeantworter abzuhören. Soweit ich weiß, arbeitet sie auf Nachtschicht. Wahrscheinlich schläft sie tagsüber. Ach, du kennst sie? Die war vor ein paar Wochen mal beim Herrn Pfarrer. Wegen Problemen im Jugendamt. Aber warum es genau ging, weiß ich auch nicht. Felicitas, auf was wartest du? Geh hin und bring das Kind zurück. Ich will aber bei Felicitas bleiben. Du hast es doch versprochen.
Was hast du? Ja, ja. Ist ja gut, Trudi. Kannst du nicht hingehen, Lotte? Ich meine, die Sitzung beginnt doch erst um 3. Ich weiß ja nicht mal, wo sie wohnt. In der Webergasse. Bitte, Lotte. Wer weiß, was da für Zustände herrschen? Felicitas. Was soll Lotte denn noch alles machen? Genau. Habe ich dich jemals um etwas gebeten in meinem Leben? Schau sie dir doch an. Willst du etwa, dass sie beim Jugendamt landet? Jetzt hört doch auf, euch zu streiten. Komm, Trudi. Du gehst jetzt mit Felicitas die Blumen in die Vase stellen. Wo wohnt sie genau? Webergasse 37. Hm. Da redet man stundenlang und dann kommt so ein Schrott dabei raus. Also komm, mach dich auf die Baustelle und klär die Scheiße. Hallo, Hermann. Was willst du denn hier? Dich wieder bei mir einschleimen, weil du die Abstimmung heute Mittag im Gemeinderat verlieren wirst, oder was? Ich einschleimen bei dir? Im Gegenteil, Hermann. Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was auf dich zukommen wird, wenn ich die Abstimmung gewinne. Hey, was steht denn da rum? Habt ihr nichts zu tun, oder was? Fack dir auf die Socken! Das gilt auch für dich. Verlass meinen Grund und Boden. Los, mach dich vom Acker. Weiter, ich höre. Oder hast du deine Munition schon verschossen? Sag mal, bist du eigentlich lebensmüde? Schon besser. Ich wusste, du hast mehr auf dem Kasten. Weißt du was? Du kannst mich am Arsch lecken. Ah ja? Und jetzt steigst du in einer Luxuskarosse und fährst gegen den nächstbesten Baum. Pass mal auf, lieber Hermann. Um 15 Uhr ist die Abstimmung im Rathaus. 15.30 Uhr sind wir damit durch. Dann kannst du die Frau Labern anrufen und dich erkundigen, wie es ausgegangen ist. Dann werden wir schon sehen, wer wen. Wo ist... Schwester Agnes, ist das Essen fertig? Seine Exzellenz hat Hunger. Ich bin gleich soweit. Es dauert nur noch 5 Minuten. Oh, das ist meine ganz eigene Erfindung, wenn ich das mal so sagen darf. Auf der Basis von Rosenöl und als Kontrast ein Hauch von Toskana. Basilikum, Rosmarin, Thymian und natürlich Salbei. Num quid moriretur homo, dum salvia crescet in horto. Na? Unsere Theologiestudentin, kleines Latinum? Nein? Warum stirbt der Mensch, da doch Salbei in seinem Garten wächst? Genau. Schwester, bitte beeilen Sie sich mit dem Essen. Die Gemütslage seiner Exzellenz hängt in nicht unerheblichem Maße von seinem leiblichen Wohl ab. Und heute ist ein wichtiger Tag für uns alle. Was ist denn? Ach, auf die Idee kommen Sie wohl nicht, dass ich niemanden sehen will um die Zeit, wie? Entschuldige Sie, aber... Ich bin um 6 Uhr nach Hause gekommen und jetzt gehe ich wieder ins Bett. Auf Wiedersehen. Moment, es geht aber um Ihre Tochter Trudi. Trudi? Was ist mit ihr? Sie ist heute aus dem Krankenhaus entlassen worden. Was? Was hat sie denn? Ja, wissen Sie das nicht? Ja, wie denn? Ich bin nicht Ihre Mutter. Also, ich bin Ihre Mutter, aber Sie haben sie mir doch weggenommen. Ja, weil ich angeblich nicht fähig bin, ein Kind großzuziehen. Und wer ist jetzt für das Kind zuständig? Mir sagt ja keiner was. Erst haben sie sie in ein Heim gesteckt und dann zu irgendwelchen Pflegeeltern. Ja, ja, was ist denn jetzt mit Trudi? Sagen Sie mir das doch. Der Blinddarm ist draußen, aber es geht ihr schon wieder ganz gut. Ja. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Schlafen Sie ruhig weiter. Ja, nein. Gelobt sei Jesus Christus. Komisch, dass sich dieser Satz aus Ihrem Mund immer wie eine Beleidigung anhört. Ja, dann eben Buenos Dias. Wo ist denn Ihr neuer Wagen? Ich dachte, Ihr Freund Hubert wollte Ihnen einen neuen Mercedes vor die Tür stellen. Nicht als Bestechung, versteht sich, aber als Spende, steuerlich absetzbar. Ja gut, das können wir ja dann nach der Sitzung alles ausführlicher behandeln. Ich lasse einen kleinen Champagnerempfang vorbereiten. Sie sind natürlich herzlich eingeladen. Ich komme nicht zur Sitzung, tut mir leid. Oh. Das heißt, nein, es tut mir nicht leid. Ist aber schade. Ich
Tja, ich denke, es ist an der Zeit, dass ich diesen geradezu historischen Augenblick in der Geschichte Ihres Ordens mit ein paar Worten würdige. Wer ist der Mann? Na, ich bin der Bischof. Aha. Leider ist Schwester Lotte, die, wie wir alle wissen, maßgeblich am Zustandekommen dieses Projektes beteiligt war, nicht anwesend. Aber wir sind ja inzwischen gewöhnt, dass Schwester Lottes Wege nicht immer mit der Norm konform gehen. Daran bin ich schuld, Exzellenz. Es geht um Trudi hier... Schwester Felicitas, bitte. Wie auch immer. Selbstverständlich hätte ich mir gewünscht, dass auch der Herr Bürgermeister über seinen politischen Schatten springt und sich uns anschließt und mit uns gemeinsam dieses Projekt verwirklicht. Aber ich denke, dass er nach der Abstimmung heute doch noch zur Einsicht kommen wird. Kann ich Ihnen helfen? Herr Meier, was täte ich nur ohne Sie? Schon gut. Ach, Mist. Jetzt habe ich das Essen mit Bischof Roßbauer verpasst. Heute ist wohl der große Tag, wie? Ja. Aber mal was anderes. Kennen Sie eine Gabi Wernicke? Schon. Aber das ist nicht ganz Ihr Milieu. Wieso? Seit Ihrer Scheidung strippt sie im Beluga. Was Sie mal alles wissen, Herr Meier. Ah, starten Sie mal. Meine Frage bezog sich aber auch nicht auf Ihren Arbeitsplatz, sondern auf Ihre Tochter. Die Kleine behauptet nämlich, das Jugendamt hätte sie bei Pflegeeltern untergebracht. Ha! Tja, wenn sie mich geheiratet hätte, wäre sie besser dran. Sie waren mal mit ihr zusammen? Schnee von vorgestern. Beamte im öffentlichen Dienst, in meiner niedrigen Gehaltsstufe und einer Oma am Hals wie der meinen, sind nicht besonders gefragt bei attraktiven Frauen wie der Gabi. Meinen Sie, Sie könnten trotzdem herausfinden, wo das Jugendamt das Mädchen untergebracht hat? Darf ich fragen, warum Sie das wissen wollen? Das ist eine lange Geschichte, aber leider habe ich jetzt keine Zeit. Ich rufe Sie nachher an. Dankeschön, Herr Meier. Ihr Wagen könnte eine neue Batterie gebrauchen. Wenn ich da gleich mal einhaken darf, Exzellenz. Nein, das ist zu devot. Meine Damen und Herren, ich möchte kein Spielverderber sein. Aber die Ausführungen meines Kollegen von der Opposition haben leider einen kleinen Schönheitsfehler. Schönheitsfehler, das ist gut. Was machen Sie denn hier? Die Getränke für die Sitzung, Herr Bürgermeister. Die findet im großen Sitzungssaal statt, in einer halben Stunde. Ja, mir wurde gesagt, hier. Glauben Sie mir. Machen Sie die Tür zu. Schönheitsfehler, die Finanzierung des Projektes betreffend. Einmal davon abgesehen, dass der neue Entwurf nur ein billiger, publiker, mickriger. Nee, also, das ist nicht gut. Komm, Wöller, dir fällt was Besseres ein? Nur keine Sorge. Ich traue mir schon zu, unseren Standpunkt im Gemeinderat zu vertreten. Der Architekt ist da, ich bin mit allen Fragen vertraut. Und außerdem ist die Finanzierung das Hauptthema der Sitzung. Und die hat nicht Schwester Lotte gemacht, sondern ich. Wie Sie meinen. Ich hoffe nur, es dauert nicht allzu lange. Danke. Irgendwas stimmt nicht mit Julia. Sie hat den ganzen Tag nichts gesagt. Das liegt nicht an mir. Na, endlich! Ich weiß, ich bin zu spät. War die Mutter Oberin sauer? Naja. Was soll ich machen? Der Wagen ist liegen geblieben. Sie wollen nicht in die Sitzung. Nein, wo ist denn Felicitas? Oben, sie ist bei der Kleinen. Hast du ihre Mutter erreicht? Ich bin aber gar nicht müde. Das war alles ein bisschen viel für dich heute. Nach so einer Operation, weißt du, da muss man sich schonen, damit der Körper wieder gesund und stark wird.
Lotte, wo bleibst du denn? Das kann doch nicht so lange gedauert haben. Bischof Roßbauer war ziemlich eingeschnappt. Aber ich hab dich bei ihm entschuldigt. Na, Trudi, wie geht's dir denn? Felicitas sagt, ich muss schlafen. Ich bin aber gar nicht müde. Nun sag schon, hast du die Mutter getroffen? Ja. Felicitas, würdest du mich jetzt bitte ein paar Minuten mit Trudi alleine lassen? Wieso? Felicitas, bitte. Trudi, Schwester Lotte tut dir nichts. Und dann schläfst du schön. Und dann backt dir Schwester Agnes. Felicitas. Was? Einen Apfelkuchen. Gut. Tschüss. Tschüss. Trudi, Trudi, Trudi. Du hast unserer lieben Felicitas aber nicht ganz die Wahrheit gesagt. Du wohnst doch gar nicht mehr bei deiner Mama, stimmt's? Du kannst nicht so einfach bei uns bleiben. Warum nicht? Na, irgendwann werden sie dich ja finden. Ich will aber nicht dahin zurück. Die sind so böse. Alle. Mhm. Auch deine Pflegeeltern? Ja, und Hans-Jörg und die Melissa. Ach, sind das auch Kinder? Ja, und sie sperren mich immer ein und... Trudi, ich verspreche dir, ich werde alles tun, damit du nicht mehr bei deinen Pflegeeltern sein musst. Aber ich bräuchte die Namen von ihnen. Helga und Onkel Siegfried. Mhm. Und mit Nachnamen? Helga und Onkel Siegfried. Ah ja. Wer hat dich denn in die Klinik gebracht? Eine Frau. Als ich abgehauen bin, hat sie mich gefunden. Beim Supermarkt. Da war ich krank. Ich will zu meiner Mama. Bitte. Aber Schwester Felicitas hat gesagt, du musst jetzt erstmal schlafen. Ich bin aber gar nicht müde. Aber ich bin müde. Na gut. Das lief von dir, dass du noch vorbeigekommen bist. Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass ich bei dieser Gemeinderatssitzung dabei sein soll. Und was ist mit Rebekkas Klavierstunde? Ist doch sowieso viel besser, wenn du mit ihr hingehst. Mit dem Baby? Du musst ja nicht da bleiben die ganze Stunde. Und heute Abend feiern wir beim Italiener. Gut. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Danke. Und bis heute Abend. Ja, tschüss. 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 Ich gehe nicht in die Klavierstunde. Und du kannst auch gehen. Rebekka, du hast doch irgendwas. Ich kenne dich doch. Willst du mir nicht sagen, was los ist? Dann können wir uns das ganze Theater sparen. Papa hat kein Geld mehr. Kein Geld? Wie kommst denn du darauf? Er hat sein Motorrad verkauft, weil unser Konto überzogen ist. Ach. Papa tut immer nur so locker. Weißt du was, du gehst trotzdem in die Klavierstunde. Ich glaube, das würde deinem Papa sehr viel mehr wehtun, wenn du deshalb nicht mehr weitermachen willst. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Er liebt dein Klavierspielen viel mehr als sein doofes Motorrad. Komm, jetzt übst du noch ein bisschen und ich gehe nachher mit dir hin. Hm? Bitte sehr. Mutter Oberin, Exzellenz, ich darf Sie im Namen der Gemeinde Kaltental und Ihre Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich begrüßen. Danke, Herr... Heinz Lehmann, Fraktionschef der Opposition. Ah, und Befürworter des Vorschlags des Ordens. Bitte Platz zu nehmen. Bitte dort. Danke. Danke. Ja, Gott zum Gruße, die Damen und Herren. Und das wird auch schon das Letzte sein, was ich zu sagen habe. Ich möchte Sie auf keinen Fall bei Ihrer Entscheidung beeinflussen.
Gib dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist. Das haben Sie schön gesagt. Eminenz, Frau Reuter. In diesem Sinne, Punkt 1 der Tagesordnung, Diskussion und Abstimmung über das Projekt Kongresszentrum Kloster Kaltental. Ich würde sagen, unsere hochverehrte Mutter Obrin umreißt dieses Projekt in knapper Form und konzentriert sich dann auf das Wichtigste, nämlich die Finanzierung des Projektes. Irgendwelche Einwände? Bitte, Frau Reuter. Danke. Zuerst einmal möchte ich Schwester Lotte entschuldigen. Sie ist verhindert heute, aber ich denke, ich kann sie würdig vertreten. Und eventuell gewisse Animositäten zwischen Ihnen und ihr aus dem Weg räumen bei der Gelegenheit. Ja, bitte, Frau Reuter, nur zu. Die meisten von Ihnen konnten sich ja schon heute früh beim Tag der offenen Tür über den Stand der Dinge und die Planung unseres Vorhabens informieren. Zusammenfassend wäre zu sagen, dieses Konzept ist architektonisch und ästhetisch vertretbar. Es ist vom Denkmalamt akzeptiert und es erfüllt in vielfältiger Weise seinen Zweck, nämlich eine Begegnungsstätte für Menschen aus allen Bereichen zu sein. Wissenschaft, Industrie, Politik, Kunst, Kultur. Und jetzt kommt das Wichtigste. Es ist finanziert. Und zwar in einer Größenordnung, die für die Träger, das heißt für unseren Orden und für die Gemeinde, tragbar ist. Wir haben eine feste Zusage von Land und Bund über 2 Millionen Fördermittel. Und 3 Millionen wird uns das Bankhaus Seewald in Form eines langfristigen Kredits zur Verfügung stellen. Sind Sie sicher? Ich meine, haben Sie das schriftlich? Also ehrlich, Wolfgang, was soll das? Die Zusage von Herrn Dr. Seewald persönlich genügt mir. Aber bitte, ich kann Ihnen das gerne schriftlich nachreichen. Ja, ich will ja kein Spielverderber sein, aber die Ausführungen der Mutter Oberin haben leider einen kleinen Schönheitsfehler, was die Finanzierung anbelangt. Einmal davon abgesehen, dass dieser Entwurf ja nur ein Abklatsch von unserer Vision darstellt, sind selbst diese 5 Millionen nicht finanzierbar. Wie uns das die Opposition weismachen möchte, nicht wahr? Was du nicht sagst. Und warum nicht? Du hast es doch gehört. Der Herr Direktor Seewald hat der Mutter Oberin persönlich... Der Herr Direktor Seewald, ja? Seine Bank steht kurz vor der Pleite. Tut mir leid, Frau Reuter, aber ich weiß das aus zuverlässigster Quelle. Das stimmt nicht. Darf ich fragen, was Sie unter zuverlässiger Quelle verstehen? Fragen schon, aber ich kann natürlich diese Frage nicht beantworten. So viel sei gesagt, es ist ein Mitglied des Bankenvereins. Es stimmt. Die Bank ist durch die Spekulationen eines Mitarbeiters in Bedrängnis geraten. Aber von Bankrott ist keine Rede. Mein Vater ist dabei, beim Bankenverein über eine Zwischenfinanzierung zur Kapitaldeckung zu verhandeln. Ja, diese Verhandlungen sind gescheitert. Am Montag bei der Abschlusssitzung wird dem Ersuchen Ihres Vaters abschlägig beschieden werden. Und dann können Sie das ganze Desaster in den Wirtschaftsteilen der Zeitung nachlesen. Das glaube ich einfach nicht. Ja, tut mir leid, Frau Seewald, aber ich meine, der Direktor Hammerschmidt... Oh Gott, wie komme ich nachher auf? Ich meine also mein Informant. Ich glaube nicht, dass Direktor Hammerschmidt als Vorsitzender des Bankenvereins eine derartige Indiskretion begehen würde, die ihn seinen Job und seinen guten Namen kosten könnten. Aber ich kann ihn ja fragen. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich werde in München erwartet. Falls sich herausstellen sollte, dass das wieder einer Ihrer Tricks war, werden Sie mich von einer anderen Seite kennenlernen. Tja, Herrschaften, ich denke, die Abstimmung erübrigt sich. Oder gibt es hier tatsächlich jemanden, der ein Projekt unterstützen möchte, was schon vor dem ersten Spatenstich pleite ist? Soll das heißen, es war jetzt alles für die Katz? Was sagen Sie? Soll das heißen, es war jetzt alles für die Katz? Ja. So kann man es auch formulieren. Exzellenz,
Also wirklich, Frau Reuter. In meinem ganzen Leben bin ich noch nicht so vorgeführt worden. Ich komme mir vor wie ein Tanzbär mit einem Ring durch die Nase. Ich kann Ihnen versichern, dass ich von all dem nichts gewusst habe und mich genauso hintergangen fühle wie Sie, wenn nicht noch mehr. Wenn man bedenkt, dass die Tochter von Herrn Seewald bei mir im Vorzimmer sitzt. Ich meine, saß. Es muss doch möglich sein, in Ihrer Behörde den Verbleib eines Pflegekindes festzustellen. Da hab ich angerufen. Die Dame hat mir Ihre Nummer gegeben. Hat sich erledigt. Gabi, was ist? Was ist mit deinem Kind? Du musst mir helfen, Anton. Ich weiß nicht mehr weiter. Dazu sind wir da. Nicht als Polizist. Als Freund. Und was ist mit deinem, dem Vater? Nichts. Er sitzt im Gefängnis. Bitte, Anton. Ich will endlich meine Tochter wieder haben. Gabi. Wenn's sein muss, dann lasse ich eben den Job im Beluga sausen. Den habe ich doch sowieso nur angenommen, dass ich tagsüber mehr Zeit habe für Trudi. Und genügend Geld für eine anständige Wohnung. Aber diese Kleinkarettenbeamten vom Jugendamt, die... Die haben Sie in Pflege gegeben? Ja, gegen meinen Willen. Seit Monaten versuche ich, Trudi zu mir zurückzuholen. Von diesen Menschen, die sich Pflegeeltern nennen. Sie haben mir ja noch nicht mal Bescheid gesagt, als Trudi in die Klinik kam. Ich bin doch immer noch die Mutter, oder? Was können wir da machen? Jetzt sei doch nicht so stur, Felicitas. Wir kommen in allergrößte Schwierigkeiten. Es ist doch nicht für lange. Sobald Wachtmeister Bayer herausgefunden hat, wer die Pflegeeltern von Laura... Wo steht geschrieben, dass eine Nonne kein Kind adoptieren darf? In den Ordensregeln steht es nicht. Weil noch nie jemand außer dir auf eine derart absurde Idee gekommen ist. Ein Knab, ein Röslein stehen, Röslein auf der Heide. Es dauert 3 Minuten. Ja. Ah, da sind Sie ja. Und wie ich sehe, sind Sie noch immer mit Babysitten beschäftigt. Wo ist Schwester Hildegard? Sie ist oben und bezieht die Betten. Darf ich fragen, wie die Holen Sie sie, und zwar sofort! Hat man Ihnen nicht ausgerichtet, dass Sie das Kind zu den Eltern zurückbringen sollen? Doch, natürlich, aber... Dann frage ich, warum es noch hier ist. Weil das Jugendamt für Trudi zuständig ist und wir nicht wissen, wer Ihre Pflegeeltern sind. Und sowieso. Ich will das Mädchen adoptieren. Ja. Sie wollen was? Jawohl. Adoptieren. Trudi ist der erste und einzige Mensch auf dieser gottverlassenen Welt, der mich gern hat und der mich braucht. Ja? Ich habe weder Zeit noch große Lust, mich weiter mit Ihnen über dieses Thema auseinanderzusetzen. Ich rate Ihnen nur, zu tun, was ich sage. Sie fahren mich nach München und fragen Sie jetzt nicht, warum, sonst garantiere ich für nichts. Ich sehe Sie morgen früh punkt 8 in meinem Büro. Um 8? Ja, aber dann muss ich ja schon um 6 Uhr... Um 8. Und zwar auf die Minute. Und wenn Julia Seewald auftauchen sollte, ich werde ihr ihre Sachen zukommen lassen. Sie bleibt hier, bei Ihnen. Ja, ich glaube, das könnte man so machen. Na gut, dann müssen Sie mich nicht mehr danach fragen. Ja. Ja. Ich verstehe. Ja. Ja. Ich verstehe. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo ich Schwester Lotte finde? Ja, aber heute nicht. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo ich Schwester Lotte finde? Es geht um meine kleine Tochter. Bei der Polizei sagte man mir, dass ich sie vielleicht hier finden könnte. Sie kümmern sich ja reichlich spät um das Kind.
Aber bitte, sie ist da drin, bei Schwester Felicitas. Wein nicht, sonst muss ich auch. So, ich mache uns allen erstmal was Richtiges zu trinken. Ja? Aber Lotte, irgendwer muss doch Bescheid wissen, was im Rathaus eigentlich passiert ist. Das werden wir gleich haben. Ihr wartet jetzt hier auf Polizist Meier und ich fahre ins Rathaus und knöpfe mir den Böller vor. Und wo ist Julia? Keine Ahnung, aber ich nehme an, es wird ihr nicht besonders gut gehen. Ich rufe sie mal auf dem Handy an. Frau Wernicke. Ich hab's geschafft. Ich darf Trudi behalten, bis der Fall entschieden ist. Hier, ich hab's sogar schriftlich. Wachtmeister Meier meint, dass, wenn Sie beim Jugendamt vorstellig werden und für mich eintreten, dann könnte es klappen. Ja, dann machen wir das doch. Danke. Wo ist sie? Trudi! Mama! Oh, endlich. Moment! Jetzt wird alles gut, mein Schatz. Nicht so schnell, da könnte ja jeder kommen. Felicitas! Sie hängt halt so an Trudi. Lotte, diese Frau hat das Kind sträflichst vernachlässigt. Jetzt ist aber Schluss, Tante Felicitas. Worum geht's eigentlich? Um dich, dass du bei mir bleiben darfst, mein Schatz. Gut. So? Das war jetzt die letzte. Ja. Das Schönste habe ich dir noch gar nicht erzählt. Wie ihr wisst, war ich ja letzte Woche in München. Und da habe ich Klinken geputzt bei der Regierung. Es hat sich gelohnt. In 14 Tagen ist der erste Spatenstich und Grundsteinlegung. Toll. In 14 Tagen? Ja. Wo wollen Sie denn so schnell so viel Geld hernehmen? Ja, von wem schon? Vom Steuerzahler. Sprich, 30% vom Bund, 30% vom Land. Und den Rest finanzieren wir langfristig. Gott sei Dank gibt es ja noch andere Bankhäuser, außer dem Bankhaus Seewald. Also, meine Herrschaften, Prost auf unser Kongresszentrum. Prost. 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 Warum haben Sie nicht zurückgerufen? Jetzt ist es passiert. Ich musste erst noch ins Jugendamt. Herr Wöller, ich müsste Sie mal alleine sprechen. Schwester Lotte, warum sind Sie denn nicht eher gekommen? Jetzt ist das Champagner schon alle. Ja, Sie haben so viel verpasst. Ich muss sie alleine sprechen, und zwar sofort. Oh, schade. Ja, jetzt, wo wir gerade so gemütlich sind, ne? Na ja, gut. Dann gehen wir zu mir. Ja, das ist eine gute Idee. Meine Herrschaften, ich habe nämlich noch ein paar Flaschen. Alles gut. Ja. Das können wir dann. Ja, ich nehme an, die Mutter Oberin hat Sie informiert. Nein. Ich konnte nur Ihrem Verhalten entnehmen, dass irgendetwas schiefgelaufen ist. Und ich will doch nicht hoffen, dass das wieder einer Ihrer üblen Tricks ist. Das sagen ausgerechnet Sie? Ich meine, Sie haben doch gewusst, wie es um das Bankhaus Seewald steht, oder? Woher wissen Sie denn das? Connections. Bis zu den höchsten Stellen. Aber ich habe mich doch sehr gewundert, dass Sie Ihren Herrn Bischof und Ihre Mutter Oberin so gelassen in dieses offene Messer laufen lassen. Sind Sie deswegen nicht gekommen? In was für ein Messer? Die Entscheidung im Bankenverein fällt doch erst am Montag. Sie hat ja tatsächlich keine Ahnung. Ach, du Schande. Was? Der Bankenverein wird ablehnen. Das haben die Herren heute schon ausgeschnapst. Ja, und dann wird es wahrscheinlich kein Bankhaus Seewald mehr geben. Oder wenn ja, dann haben die natürlich keine 2 Millionen, die sie so einfach hinblättern können. Frau Laban! Aber ich komme dich besuchen. Kannst dich drauf verlassen. Nochmal vielen Dank für alles. Und passen Sie gut auf Sie auf. Anscheinend. Ja? Felicitas!
Ich bin schon wieder total beleidigt, dass ich mir doch. Es geht schon wieder. Sie sollten aber unbedingt zum Arzt gehen, weil mit dem Kreislauf ist nicht zu spaßen, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Jetzt tun Sie doch nicht so. Es wäre Ihnen doch lieber, ich wäre nicht mehr aufgewacht auf Ihrem Perserteppich. Also, das habe ich nicht verdient. Und das wissen Sie ganz genau. Meine Gefühle zu Ihnen kommen aus den bekannten religiösen und parteipolitischen Gründen nicht zum Zuge. Außerdem, ohne einen ebenbürtigen Gegner macht ein Kampf doch keinen Spaß, oder? Mich kriegen Sie ja vielleicht klein mit Ihrer Methode. Aber der liebe Gott lässt sich nicht so schnell unterbuttern. Also freuen Sie sich nicht zu früh. Und Ihren ersten Spatenstich, auf den würde ich lieber verzichten. Es sei denn, Sie wollen Ihr eigenes politisches Grab schaufeln.